Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute zeigen wir euch das Smart Lock von WeLock. Viel Spaß mit diesem Video. Das Smart Lock wurde uns für dieses Video von der Firma WeLock zur Verfügung gestellt. Vielen Dank an dieser Stelle. Unsere Meinung ist wie immer unsere eigene. Bei diesem Smart Lock handelt es sich um ein schlüsselloses Türschloss mit mehreren Möglichkeiten zum Entsperren. Geeignet ist es für alle Türen mit einer Dicke zwischen 70 und 110 mm. Silbernes Metall sorgt für einen hochwertigen haptischen Eindruck. Zusätzlich wurde glänzend schwarzer Kunststoff verbaut. Der Fingerabdrucksensor auf dem äußeren Türknauf lässt sich um 360 Grad drehen und kann daher auch nach unten ausgerichtet werden. Direkt über dem einzigen Knopf am Schloss befindet sich ein kleines Display, das sämtliche Informationen, die man zum Entsperren und der Einrichtung benötigt, anzeigt. Geliefert kommt das Schloss in einer schicken blauen Verpackung. Im Lieferumfang ist fast alles enthalten, was man für den erfolgreichen Schlosseinbau benötigt. Es kommt dabei natürlich ganz auf eure Türe an und kann etwas variieren. Mitgeliefert werden die passenden zwei Inbusschlüssel, zwei Ersatzschrauben und drei RFID-Chips zum Öffnen der Tür und einer Nadel für den Reset-Knopf. Zudem bekommt ihr noch die Anleitungen in verschiedenen Sprachen, unter anderem natürlich auch in Deutsch. Leider sind die drei benötigten Batterien nicht im Lieferumfang und müssen selbst gekauft und eingelegt werden. Das Schloss besteht aus einem Schließzylinder und zwei Türknäufen. Außen wird die Seite mit dem Fingerprint angebracht und innen der einfache Türknauf. Das Display zeigt den Batteriestatus, die Einstellungen und Warnungen an. Die Laufzeit der Batterie beträgt bis zu einem Jahr bei ca. 10 Öffnungen pro Tag. Wenn die Batterie unter 20% liegt, wird eine Erinnerung ausgegeben und die Batterie muss rechtzeitig ersetzt werden.